Also er brennt nicht ordentlich. Also ich muss echt sagen, bin nicht so begeistert davon. Hallihallo, willkommen zu einem neuen Video von mir heute auf diesem Kanal. Heute habe ich mal was bestellt bei Amazon. Einen Bunsenbrenner, einen Flammierbrenner, den man halt in der Küche benutzen kann oder halt auch beim Malen, beim Acrylpouring, um die Zellen zum Aufplatzen zu kriegen. Wir gucken uns mal an, was da also drin ist. So, den habe ich jetzt, wie gesagt, bei Amazon bestellt für 15,99 € mit Amazon Prime. Kam auch am nächsten Tag gleich sehr gut. In diesem Karton 1300 Grad Celsius Butanpower. Ist für die Zigarrenanwender, wenn man haben möchte. Man kann damit auch hier Ketten gießen oder ins Gold machen. Für die Küche, die Dachyard oder Outdoor-Feuerzeug. Wird vertrieben von der Lacamax GmbH in Essen. Ist aber ein chinesisches Produkt, weil das hier auch diese Beschreibung halt ein bisschen fehlerhaft ist in Deutsch. So, sieht natürlich sehr gut aus. Revolverform. Wir packen es mal aus. Ist natürlich wie alle China-Produkte so viel im Plastik verpackt, was ich natürlich nicht so schön finde. Oh, hier ist noch eine Beschreibung drin. Eine Garantiekarte, like the instrumental. Und da gibt es bestimmt auch Deutsch, oder? Ja, es gibt Deutsch, aber es ist ganz schlecht. Hier Gasinjektion. Wave die Gasflasche in die Hand ein paar Mal, lassen Sie es die Rolle des Heizens spielen. Dann drehen Sie das Feuerzeug auf den Kopf, richten Sie den Gas. Auslass mit dem Gaseinspritzanschluss des Feuerzeugs. Setzen Sie kräftig ein und blasen Sie vertikal auf. Also es ist sehr komisches Deutsch geschrieben. Daran merkt man, dass es in China hergestellt ist oder sonst was. Die kennen das halt noch nicht so richtig. Können sich auch keinen richtigen Übersetzer leisten. Ansonsten ist der recht gut. Geht schwer raus. Sieht echt aus wie ein Revolver. Was ich cool finde, die Farbe, so metallic, rot, red. Was negativ ist, der hat keine Sprühstoßveränderung. Also es kommt nur ein Feuerstrahl raus, volle Power. Man kann es nicht minimieren, maximieren, geht nicht. Das Einzige, was man hier machen kann, man hat hier einen Lock- und Unlock-Schalter, dass man hier nicht raufdrücken kann. Dazu muss man den halt entlocken. Und dann kann man hier raufdrücken. Und da kommt hier die Flamme raus. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist ja was Schwarzes. Ich muss aber jetzt sagen, wo ich das geliefert bekommen habe, war es nicht voll. Gar nicht voll. Da war nichts drin. Wahrscheinlich wegen Transportsicherheit. Man muss es selber laden. Es ist ein Butanbrenner, also man muss halt Butangas benutzen. Ich habe das zum Beispiel in Rothenberger benutzt gehabt. Einfach aufgeladen. Man hat hier die verschiedenen Aufstecke, die man halt nutzen kann. Die man jetzt das passende raussucht und drückt es hier rein und lädt sie dann auf. Das muss man beim ersten Mal machen, weil das nicht automatisch dabei. Also ich finde die Optik sehr gut. Es hat einen großen Feuerstrahl. Aber Nachteil, man kann ihn halt nicht verstellen. Man kann nicht die Stärke verstellen. Es bleibt immer volle Power raus. Deswegen muss man aufpassen, dass 1300 Grad können vorne rauskommen. Ich habe sie jetzt nicht gemessen, aber es wird schon sehr heiß und man kann sich die Bilder halt so verbrennen. Also passt darauf auf, nicht zu lange auf einer Stelle lassen, sondern immer nur kurzzeitig so rübergehen. Ui, jetzt hat er schon sich entladen. Also kurzzeitig so rübergehen. Nachteil, der brennt noch ein bisschen nach. Der ist nicht hundertprozentig dicht. Also dafür kriegt er halt Minuspunkt, muss ich sagen, weil wenn ich den zumache, muss der auch Gas zu machen. Am besten ihr macht es, wie gesagt, jetzt auf Lock, dass ihr den dann raufdrücken kann und immer weg von Finger hin, weil es ist doch ein bisschen gefährlich dann soweit. Er ist von der Optik nicht schlecht. Man kann ihn zum Acrylpouring benutzen, auch sehr gut benutzen, aber ich finde, dadurch, dass man die Brennstärke nicht verändern kann, ist der halt nicht ganz so toll geeignet dafür. Und was ihr halt gesehen habt, das Nachbrennen. Dass er nicht gleich ausgeht. Jetzt macht das gerade. Ja, aber ansonsten ist er für Acrylpouring sehr gut geeignet. Einfach rübergehen über ein Bild und seht ihr, es brennt wieder nach, wenn man ihn halt ein bisschen bewegt. Also wenn man ihn nach unten hinlegt.
Und hier kommt was. Also er brennt nicht ordentlich. Also ich muss echt sagen, bin nicht so begeistert davon. Ich werde es für meine nächsten Videos mal benutzen. Mal gucken, ob ich den zum Acrylpouring benutzen kann. Ansonsten muss ich sagen, ist von der Qualität optisch super. Aber technisch ist ja Minusbereich. Also muss ich echt sagen, bin ich nicht so begeistert davon, weil der halt wirklich die Sicherheit nicht richtig hat. Obwohl der ein CE-Kennzeichen hat hier. CE ist eigentlich geprüft worden, aber ich frage mich bloß, von welchem Prüfer er wirklich geprüft worden ist. Das mag ich jetzt hinstellen. Aber ansonsten, wenn man halt einen leichten, einfachen braucht, könnt ihr den benutzen. Aber ich würde ihn empfehlen, benutzt den bei gut gelüfteten Räumen oder am besten draußen und weg von Kinderhänden. Und wie gesagt, ich werde es jetzt mal testen mit einem Bild, ob es dann funktioniert. Das werden wir dann auch sehen. Ansonsten, ja, so begeistert, aber es gibt bessere. Aber für den Preis ist das immer gut. Aber wie gesagt, mich nervt, dass der, wenn man sich ein bisschen legt, dass der nicht ordentlich normal brennt, sondern ein bisschen nachbrennt teilweise. Ansonsten normal ist der geeignet dafür. Danke für euer Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video, dass ich was sagen konnte. 100% Kaufempfehlung würde ich dafür nicht empfehlen, weil ich bin nicht so begeistert wegen der Sicherheit. Ansonsten ist der aber zum Pouring wirklich geeignet. So, das war's dann erstmal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Olanix. Ciao, ciao.